Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gran Turismo Sportfans, herzlich willkommen hier bei der neuen Runde der Manufacture Series. Ja, nicht nur die Flagge hinter mir ist neu, sondern wie gesagt, eine neue Saison bricht an, hier mit 9, 10 Rennen. Herzlich willkommen in Japan, wir sind hier auf der Suzuka-Strecke, logischerweise. Wir fahren insgesamt 14 Runden. Ich habe es tatsächlich hier ins Mittelfeld geschafft, P7, hatte 2 Versuche, der zweite hat gepasst. Ich hoffe, ich komme im Rennen noch ein bisschen nach vorne. Wir haben ja alle 3 Reifenmischungen zur Verfügung, müssen auch alle gefahren haben, aber nur einen dreifachen Benzinverbrauch, Treibstoffverbrauch und 4-fachen Reifenverschleiß. Schauen wir mal, ich gehe jetzt hier mal mit dem mittleren ins Rennen und werden mal sehen. Auf die harten Reifen bin ich ja überhaupt nicht scharf, aber wir müssen sie gefahren haben. Schauen wir mal, was passiert hier in Japan, in Suzuka. Gran Turismo Sport, die Manufacture Series geht in die Runde 1. Ja, die Macher nennen das hier offiziell die Stage 1 Runde. Wird insgesamt 3 Stages geben mit je 10 Rennen. Aber kommen wir zur Startaufstellung. Auf der Pole Position haben wir einen Italiener, einen Ferrari Italia. Auf der 2 ein Belgier, ein Porsche GT4. Auf der 3 ein Engländer im Renault Sport Megane Trophy. Auf der 4 ein Spanier im Porsche GT4. Auf der 5 ein deutscher Fahrer im BMW M4. Ich glaube, neben mir der einzigste Deutsche hier in dem Rennen. Auf der 6 ein Fahrer aus Südafrika im Renault Sport Megane Trophy. Auf der 7 meine Wenigkeit im gelben Ford Mustang. Auf der 8 ein Italiener ebenfalls im Renault Sport Megane. Auf der 9 ein weiterer Italiener, ein Porsche GT4. Auf der 10 ein Italiener, ebenfalls im Porsche. Auf der 11, doch noch ein deutscher Fahrer hier im Nissan GTR. Auf der 12 ein Spanier im VW Scirocco. Auf der 13 ein Engländer, auch noch in einem weiteren Ferrari, wollte ich sagen. Auf der 14 ein Franzose, ebenfalls im Porsche. Auf der 15 ein Grieche im Jaguar F-Type. Auf der 16 ein Engländer im Toyota. Auf der 17 noch ein Engländer im Porsche. Auf der 18 noch ein Italiener im Renault. Es wundert mich, dass die so weit hinten stehen. Auf der 19 haben wir noch einen Italiener im VW Scirocco. Und auf der 20 noch ein Engländer im Toyota. Ja Leute, das war die Startaufstellung. 14 Runden hier in Suzuka, das ist, wie soll ich sagen, definitiv ein hartes Stück Arbeit. Das Rennen wird also fast eine halbe Stunde gehen. Aber okay. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. In deinem Saisonauftakt hier in Japan. Ja, irgendwie scheint der Megane hinter mir schon so nah zu sein. Ja, alles andere als gut gelaufen hier in die erste Kurve. Lass mich hier erstmal gewöhnt an den Verkehr. Das darf nicht wahr sein. War keine Eigenverschulden. Wurde leider von hinten getroffen, ja. Ganz toll. Wahnsinn.
Wahnsinn, so habe ich mir die erste Runde überhaupt nicht vorgestellt. Da kam dann der Jaguar jetzt auf einmal her. Sprechprobe, der BMW meine ich. Der Jaguar ist hinter mir. Ja, auf 13 zurückgefallen, das ist natürlich gar nicht schön. Überhaupt nicht. Muss jetzt hier erstmal ein bisschen einen Rhythmus finden. Puh. Ein hartes Stück Arbeit, da wieder nach vorne zu kommen. Flagge. Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen auf dem BMW vor mir aufgelaufen. Alles gut gegangen. Ja, das war die erste Runde. Wow, wenn die anderen 13 auch so werden, wird das Ganze ja richtig spaßig. Ja, ich hatte natürlich selber einen Fehler in der ersten Kurve. Das war's. Wow, bin mal gespannt, was die beiden da vorne jetzt noch machen. Ob sie fair miteinander umgehen oder ob es hier gleich kracht. Ja, Berührung gab es schon mal. Ja, es sind beides Deutsche. Die zwei vor mir. Ja. Definitiv konzentriert bleiben. Suzuka ist so eine Konzentrationsstrecke, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, und dann spielen die Strategien natürlich eine Rolle. Zwei Pflichtboxenstopps haben wir. Der Renault hinter mir hat eine Strafe. 4 Sekunden, wow. Das ist viel. Bremsen die denn hier? Oh, der war ziemlich schnell hier, der BMW. Jetzt hat er den Skyline hier rausgedrückt. Ja, und ich bin an beiden auf einmal vorbei. Sehr schön. Ja, Runde Nummer 3. Normalerweise trinke ich während dem Rennen nicht, aber heute eine Ausnahme. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier gut durch die S's komme, ohne dass mich wieder einer trifft und rausschubst. Nein, oder? Wurde ich jetzt getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Aber der BMW hat eine Strafe bekommen. Oh, das hätte nicht sein müssen. Ich weiß, dass ich ein bisschen schlecht durch die Kurve gekommen bin, aber ich wäre, glaube ich, von selber nicht von der Strecke gekommen. Verflucht. Vor allem ärgert es mich, weil ich die zwei so locker überholt hatte. Jetzt die wieder vor mir haben. Und ein Ferrari im Gepäck, das gefällt mir jetzt auch gar nicht.
Jetzt kommt der Ferrari leider näher und wird mich jetzt wahrscheinlich auch gleich überholen. Schon ist er neben mir. Schade. 14. Platz, das ist natürlich im Moment richtig übel. Aber es ist noch ein langes Rennen. Der erste kommt zur Box. Ja, P14 im Moment. Das ist nicht gut. Kann ich nur hoffen, dass andere Fehler machen und ich dadurch wieder nach vorne komme, ein bisschen. Weit raus. Hat seinen Platz aber halten können. Jetzt bin ich hier hinter einem Scirocco. Große Frage ist natürlich auch, wann Boxenstopp machen. Also die mittleren Reifen sind jetzt schon rot. Fühlen sich aber noch gut an. Das soll jetzt mal nichts Problem sein. Trotzdem kann ich nicht so richtig aufschließen. Vielleicht jetzt ein bisschen. Der lange Geraden. Ah. Ich hoffe, dass das keine Strafe gibt. Ah, sieht gut aus. Glück gehabt. Aber natürlich viel Zeit verloren. Ja, der Scirocco kommt zur Box. Er ist auf den Harten bis jetzt gefahren, also nicht wirklich lange. Ja, aber ich merke jetzt, wie die Reifen nachlassen. Das auf jeden Fall. Neben mir. Ja, direkt hinter mir, besser gesagt. Also ich fürchte, dass ich jetzt zur Box muss. Die mittleren sind ziemlich fertig. So, wir nehmen jetzt die Harten.
Das ist eine gute Frage. Nee, brauchen wir noch nicht. Was für ein Rennen bis jetzt? Also definitiv mal kein gutes. Jetzt habe ich auf jeden Fall freie Fahrt. Ja. Aber so weit wie ich hinten bin. Gelbe Flagge. Ah, schon wieder weg, schade. Dachte ich, komme da vielleicht noch einem Gegner näher. Okay, hier ist er. Leute, das ist überhaupt nicht gut. Gefällt mir nicht. Nach einem recht guten Qualifying gucke ich jetzt hier am Ende rum. Ja, ich hatte halt in der ersten Runde großes Pech. Erstmal selber Fehler gemacht und naja, der ein oder andere Mitstreiter hat sich da glaube ich nicht ganz so fair verhalten mir gegenüber. Aber ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Schauen wir das natürlich immer wieder noch an nach dem Rennen. Ich glaube, von der Spitze war noch keiner an der Box. Die ersten drei sind, glaube ich, sogar unverändert. Von der Platzierung her. Fahrt. Wow, der ist 6 Runden auf den Weichen gefahren. Ich habe es nur 5 Runden auf dem mittleren geschafft. Aber ist auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ja, die Harten, die fahren sich gar nicht gut. Vor allem in Kombination mit dem Mustang, muss ich schon sagen. Der Mustang ist ja sowieso nicht so geeignet für Suzuka, muss ich ganz klar sagen. Tja, einsames Rennen. Knapp 6 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann. Jetzt kommt der Zweitplatzierte zur Box. Ist bis jetzt auf den Weichen gefahren. Wahnsinn. Hätte ich mit dem Mustang nicht geschafft. Gar keinen Fall. Ja, wir kommen in Runde 8. Ich bin auf den harten Reifen meine persönliche schnellste Runde gefahren. Unglaublich.
durch die S's hier mit Mustang in Kombination harte Reifen. Ganz großer Mist. So, und jetzt werde ich gleich vom GTR geholt. Verflucht. Tja, somit bin ich leider wieder 16. Puh. Schwierig hier nochmal nach vorne zu kommen. Also Top 10 halte ich nach momentanem Stand, oder jetzigem Stand, für ausgeschlossen, dass ich da noch hinkomme. Zwei Boxenstopps, Ferrari und Porsche. Hat er sich gedreht gehabt? Nein! Diese blöden harten Reifen. Aber ein, zwei Runden muss ich mindestens noch, dann kommt sie runter. Jetzt kommt der Führende in die Box. 9 Runden auf Weich. Das ist ja Wahnsinn. Gut, geht vielleicht mit dem Porsche, aber trotzdem reife Leistung. Wird jetzt wahrscheinlich auf Mittel wechseln. Ja. Gelbe Flagge. In dieser Runde. Mal gespannt, ob alle dran gedacht haben, dann nachher wieder alle drei Mischungen zu fahren. Runde 10 im Übrigen. Stelle, Wahnsinn. Über 7 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann.
ja gerade feststellen, dass noch gar nicht so viele Boxenstopps gemacht wurden. Ich glaube, ich habe auch noch keinen gesehen, der auf hart gewechselt hat. Es gibt mir natürlich zu hoffen, dass ich vielleicht durch Strafen, die danach verteilt werden, noch ein bisschen nach vorne komme. Jetzt habe ich mich verbremst. Ah, Glück gehabt. So, ab zur Box. So, weich. Tanken müssen wir auch noch ein bisschen. Und dann kommen wir in die finalen vier Runden. So. Jetzt kann ich nochmal richtig Feuer machen hier auf den Weichen. Ja, jetzt bin ich halt hier auf 17 zurückgefallen. Ja, die halten vier Runden. Jetzt habe ich echt ein Problem. Vielleicht hätte ich noch eine Runde warten sollen. Noch eine Runde länger mit dem harten fahren. Das Gute ist, der Fahrer hinter mir, auf den habe ich 40 Sekunden Vorsprung, also der kommt mir so schnell nicht zu nahe. Aber ich will ja eher nach vorne. Definitiv. P17 in Runde 11, Wahnsinn. Ja, hinten kommt definitiv keiner. Natürlich, dass da noch ein paar Boxenstopps stattfinden. Oder es manche vielleicht einfach vergessen, die dritte Mischung noch drauf zu ziehen. Also gerade auch von der Spitze, die waren alle erst zweimal in der Box. Das war ein bisschen zu optimistisch. Ist gerade reingekommen. Der bleibt aber, so wie es aussieht, trotzdem vor mir. Die Reifen natürlich schon so durch die S's zu fahren, aber jetzt oder nie, viel weiter kann ich nicht mehr zurückfallen. Durch meine Unfälle, durch meine Dreher, habe ich leider einfach zu viele Plätze verloren.
Strafe. Und es kommt noch einer zur Box. Vielleicht bringt mich das ja noch ein, zwei Plätze weiter. Persönliche schnellste Rennrunde in der Runde 12. Wahnsinn. Eine 2.11.4. Ja, P16 für den Moment. Vorne sind sie eng aufeinander. Jetzt kommt der Führende noch mal rein in der letzten Runde. Er holt sich für eine Runde noch die Haare. Um hier nicht noch eine Strafe zu kassieren. Ich kann leider nicht erkennen, was der für eine Strafe im Gepäck hat. Der Vordermann. Oh, da ist einer rausgedonnert. Das war ein Megan, glaube ich. Und noch einer. Wahnsinn. Da doch noch was los hier in der vorletzten Runde. Das war definitiv eine ganz kleine Strafe. Ich glaube, da waren viele nicht beim Boxenstopp, um die harte Mischung noch zu holen. Ich glaube nicht, dass da alle drin waren. Letzte Runde. Gleich werden wir es sehen. Also meine Reifen sind zwar im roten Bereich, aber funktionieren immer noch. Also noch richtig gepokert. Hinter mir hat eine Strafe bekommen. 3 Sekunden, ich weiß gar nicht wieso. Kein Plan, was da passiert ist. Ja, da sieht man es genau, wer schlechte Reifen hat. Entschuldigung. Keine Absicht. Ja, jetzt geht es nochmal heiß her in der letzten Runde. Jetzt hoffe ich nur, dass mich da keiner abräumt. Sich alle fair verhalten. Jetzt habe ich aber auch Glück gehabt. Wahnsinn! Drückt sich da vorbei. Wow, was für ein Rennen! Was für ein Auftakt! Aber sieh da, alle vor mir haben sich ans Reglement gehalten und haben alle Reifenmischungen drauf gehabt. Dann habe ich da überhaupt nicht aufgepasst. Hat für mich den Eindruck gemacht, als seien nicht alle an der Box gewesen, aber
Naja, sieht doch so aus. Aber das Spannende ist, das fällt mir jetzt gerade ein, ich bin ja als 13. über die Ziellinie gefahren und bin dann doch noch 10. geworden. Weiß ich, gab es doch noch ein paar Strafen. Bin mir da nicht ganz so sicher. Naja, im Grunde auch egal, soll recht sein. Habe hier 37 Punkte abgestaubt. Immerhin noch 10. geworden, also habe ich es doch noch in die Top 10 geschafft, aber habe ich lange nicht dran geglaubt. Ja, die Punkte, gibt es noch nicht viel zu sagen. Erste Runde vorbei, 37 Punkte. Ja, ist in Ordnung, kann sich sehen lassen. Ich wäre gerne weiter nach vorne gekommen, weil ich ja von 7 gestartet bin, aber Suzuka ist halt auch so eine Strecke, da kann alles Mögliche passieren. Nächste Woche Mittwoch, Leute, geht's auf den Red Bull Ring mit Gruppe 3 Fahrzeugen, also mit dem Ford GT. Schaut wieder rein, wenn ihr Lust habt, würde mich freuen. Ihr dürft das Ganze natürlich gerne abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, wenn ihr möchtet. Ja, und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.